Licht kann man verschenken. Eine kleine Geschichte als Inspiration und zum Nachdenken. Vor nicht allzu langer Zeit lebte in einem kleinen Dorf inmitten der hohen Berge ein freundliches Volk. Die Menschen, die dort lebten, hatten ständig ein Lächeln auf den Lippen und um ihre Augen hatten sie kleine Lachfalten, die wie Sonnenstrahlen aussahen. Auf diese Weise wirkten sie sehr offenherzig und freundlich. Wenn sich einmal ein Fremder in dieses Dorf verirrte, wurde er mit Freuden aufgenommen und fürstlich bewirtet. Die Menschen dort waren nämlich sehr gastfreundlich. Man hörte nie ein lautes Wort oder Streit. Es flossen auch nur Freudentränen und es schien, als hätte das Dorf die Freude und das Glück für sich gepachtet. Doch diese Fröhlichkeit hatte ihren Grund. Niemals sah man einen der Dorfbewohner ohne eine Kerze durch das Dorf ziehen. Überall nahmen sie ihre leuchtenden Flammen mit. Es waren sehr schöne Kerzen, die fantasievoll verziert waren. Wenn sich auf dem Marktplatz mehrere Menschen trafen, dann erstrahlte der Platz in einem hellen Schein. Dieses warme Licht lockte noch mehr Menschen an und im Nu war eine große Schar versammelt. Weil das Volk die Gemeinschaft über alles liebte, begannen sie oft zu singen und zu tanzen. So feierten sie mitunter mitten am Tag ein fröhliches Fest. Wenn die Menschen am Abend glücklich und müde in ihre Häuser zurückkehrten, dann trugen sie meist eine neue Kerze bei sich, denn Freunde und Nachbarn beschenkten sich jeden Tag mit einem dieser kleinen Lichter. Trafen sie sich beim Einkaufen oder Spazierengehen, sahen sie einen Bekannten oder Verwandten, erfreuten sie sich gegenseitig mit den schön verzierten Kerzen. Auf diese Weise erstrahlten selbst die Häuser in dem kleinen Dorf abends in einem hellen Glanz. Niemals ging eine Flamme aus, weil täglich ein neues Lichtlein hinzukam. Kranke und alte Menschen, die ihre Stuben nicht mehr verlassen konnten, erhielten Besuch und die Gäste brachten ebenfalls die schönen Kerzen mit, um mit dem hellen Schein die Schmerzen und die Traurigkeit zu vertreiben. Doch hoch oben auf dem Gipfel des weißen Berges wohnte ein kleiner alter Mann. Seit vielen Jahren lebte er dort ganz alleine. Er wollte niemanden bei sich haben, damit er seine Hütte, sein Bett und sein Brot auch mit niemandem teilen musste. Er wollte lieber alleine sein. Jeden Abend saß er auf einem Bänkchen vor seiner Hütte und schaute hinunter ins Tal. In der Dämmerung sah er die vielen hübschen Lichter jeden Abend erstrahlen. Dabei dachte er, was für eine Verschwendung. Dann und wann machte sich der Alte auf den Weg ins Dorf, um Vorräte einzukaufen. Dann schlich er schnell und grimmig um die Ecken der Häuser, damit ihn keiner sehen und mit keiner Kerze beschenken konnte. Doch eines Tages entdeckte ihn ein kleines Mädchen, das im Garten hinter dem Haus spielte. Sie überraschte ihn und sagte, »Diese Kerze habe ich extra für dich gemacht. Weil ich dich so selten sehe, trage ich sie schon sehr lange in meiner Tasche. Und endlich kann ich sie dir geben«, sagte das Mädchen zu dem Alten. »Pah«, erwiderte der Alte erschrocken, »behalte dein Licht, ich mag es nicht. Du musst sowieso beim Schenken vorsichtig sein. Wenn du all deine Kerzen hergibst, dann hast du ja bald keine mehr. Dann wird es ganz dunkel und kalt in deinem Haus. Ich rate dir, bewahre dir deine Vorräte und verschenke keine Kerzen mehr.« Nach diesen Worten verschwand der Alte wieder in den Bergen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Botschaft im Dorf. Und man glaubte kaum, aber die Menschen begannen tatsächlich sparsamer mit ihren Kerzen umzugehen.
Anfangs beschenkten sie sich noch, so die engsten Freunde und Verwandten, doch auch diese Gaben nahmen von Woche zu Woche ab. Der Alte konnte die Auswirkungen jeden Abend von seiner Bank aus beobachten. Von Tag zu Tag verlor das Dorf mehr an Glanz. Immer weniger Flammen erleuchteten die Häuser. Auch die Menschen veränderten sich. Das Strahlen ihrer Gesichter wechselte in unzufriedene Grimassen. Auf den Straßen und Plätzen versammelten sich auch keine Gruppen mehr, um sich Geschichten zu erzählen. Auch die fröhlichen Lieder verstummten und das letzte Fest, an das konnte man sich schon kaum mehr erinnern. Das passiert, wenn wir das Licht in uns nicht weiter verschenken.